Und da musst du dann wahrscheinlich das dann ins Wasser werfen, da wo die ganzen Typen aufkommen unten, weißt du? Und da werden die dann wahrscheinlich irgendwie wie so ein Trampolin aufs Dock irgendwie katapultiert und dann kannst du die Kiste vielleicht mitnehmen, die dir. Weißt du? Irgendwie sowas. Frische Luft. Es ist jetzt ein bisschen absurd, aber so könnte ich es mir halt vorstellen, weißt du? Die Akustik ist hier draußen wesentlich besser. Boah, das sind aber auch riesige Teile, meine Güte. Ja, siehst du, ich saß da. Dann kann ich die anderen auch gleich verschieben. Da gibt es auch Sinn, dann. Genau. Ja, das wird lustig, da bin ich mal gespannt. Das bauen wir uns ja auf, ey. Das ist ja wirklich amüsant. Wahrscheinlich landet er direkt jetzt vor unseren Füßen und dann können wir irgendwie. Ja, vielleicht irgendwas Sinnvolles mitnehmen. So, jetzt kommt unser Freund da mit seinem Strohballen oder was das ist. Der große Zombie ist auch aufgehalten, das heißt, er kann sich nicht einmischen. Na komm, los. Ziemlich praktisch, dass man immer einen Zombie zur Stelle hat, wenn man einen braucht. Okay, das war jetzt ein bisschen antiklimaktisch. Ich dachte, da passiert ein bisschen mehr als das, okay? Was hat uns das jetzt gebracht? Ja, irgendwas muss es ja gebracht haben. Also. Ja, vielleicht, warte mal, vielleicht. Der hat jetzt. Vielleicht muss der richtige Zombie kommen. Naja, die tragen ja auch verschiedene Fracht mit sich herum. Vielleicht der. Die letzte Trommel wird überhaupt nicht irgendwie das Trommel verschieben. Hat aber nichts gebracht. Dann lass uns mal die zweite Trommel justieren. Okay, gut. Okay, wir müssen also justieren. Jetzt ergibt es doch wahrscheinlich Sinn. Ja, eine Zwischensequenz. Das ist gut. Mal sehen, ob das klappt. Oder keine Zwischensequenz. Jetzt, oder? Großartig! Und er hat seinen Stab fallen lassen, als er hingefallen ist. Was für ein Aufwand, ey! Wirklich, für ein Löschhütchen! Löschhütchen für glorreiche... Oh, für die Hand! Oh. Aber ist das nicht lustig? Ist das nicht... Das ist schon, wie soll ich sagen... Schon ein großer Aufwand, nur an das Teil zu kommen, ne? Aber es ist ein gutes Rätsel. Ja, ist es wirklich. Es ist vor allem eins, wo man drauf kommen kann, offensichtlich. Man muss ein bisschen nachdenken, aber. Ich meine, unlogisch war es jetzt nicht, ne? Nee. Es war nicht. Blöde Hand. Es war nicht der Prothesenladen. Ja, genau, das wollte ich sagen. Novella? Komm schon, wach auf! Novella! Jay, wach auf! Wo ist der Name mit den fliegenden Humbärchen hin? Die Brüste. Er war doch gerade noch da. Oh, mein Kopf. Papa Doc, ich habe die Hand außer Gefecht gesetzt. Aber sie wirken immer noch betrunken. Was ist mit ihnen? Sie leiden noch unter den Nachwirkungen des Wuju-Zaubers. Das ist mir schon oft untergekommen. In ein paar Stunden haben sie sich wieder erholt. Können wir das Schiff ohne sie steuern? Ei, das wird nicht leicht, aber wir schaffen das. Sie werden bereit sein, sobald ich ein Schiff klargemacht habe. Tja, und da wollen wir jetzt mal mit denen reden, war eigentlich, ne? Oder? Geht das? Nee. Rede mit erstarrter Crew. Ahoi, Matrose. Sorry, sinnlos. Ja gut, das heißt, wir haben jetzt faktisch, was haben wir denn jetzt geschafft? Wir haben jetzt die Crew zumindest schon mal aus ihrem Schlummer befreit, aber das... Ändert ja nichts daran, dass wir immer noch unser Schiffsrätsel da haben. Hüte, kleine Hörner, Zehen. Ja, zumindest kein Froschsperma, ne? Die ja. Sind voll mit Zombies, aber ich verzichte. Ach ja, habe ich schon wieder ganz vergessen. Die Witze über Sperma in und Körperflüssigkeiten in. Ja, ich dachte, das hast du in noch Manke in 4. Vor deinem inneren Auge. Diesen wunderschönen Vergleich. Ich sag nur Mitux Haus. Ja, W-Haus, ne? Ja. Seinem klebrigen Schild da, ja, klar. Ja, und das Spritzi-Spritzi-Atoll, ne? Mhm.
Noch ein toter Hahn. Das Problem ist natürlich, wir haben immer noch nicht unser... Ein verrotteter Piephahn. Sagt man das so? Ein verrotteter Gockel. Oh! Ja, komm, ein Peniswitz muss auch mal sein. Ist okay. Ja, ist jetzt ja nicht schlimm. Also, oh. Er ist immer vom Niveau her immer noch besser als Monkey Island 4, oder? Komm schon. Ja. Also besser als die BWL-Witze, komm, das ist jetzt, also ja. da kann ich mehr mitleben. Okay, also, doch. Trotzdem hier weiterkommen. Das ist, hast du noch den Löschdings da oder ist der jetzt raus? Der ist raus, ist das scheiße. Also wir müssen irgendwas mit dem Holz machen, anders geht's ja gar nicht. Also. Der will vom Prinzip her, du kannst es nicht einfach in das Becken legen, das haben wir schon probiert, oder? Nee, das geht nicht. Cool. So. Wir können unwichtige Tür öffnen. Ja, stimmt, die unwichtige Kiste und die unwichtige Tür. Wäre zumindest logisch, ne, weil die Kiste. Darüber Gedanken machen. Ich gehe einfach durch. Genau. Oh, wow. Die Kabine ist voll mit Gold und anderen Schätzen. Ich wünschte, das könntest du sehen. War nur Spaß. Sie ist leer. Lass uns ein paar Zombies fangen. Lass uns ein paar Zombies fangen. Die Tür kannst du nicht nochmal öffnen. Versuch's nochmal bitte, weil die hat gesagt, ein paar Zombies fangen. Da muss ich nicht hingehen. Okay. Lass uns ein paar Zombies fangen. Idee. Aber ich wüsste nicht, wie ein Stapel Holz uns helfen sollte. Mich irritiert, dass sie jedes Mal gute Idee sagt, ne? Aber was mich halt Metallschild. Metallschild runterreißen. Natürlich, dann wird das erhitzt und... oder? Jetzt glüht das gleich und dann kannst du dann das Feuer drauflegen und dann wird es doch wahrscheinlich nochmal extra verstärkt, oder? Okay, ich weiß nicht, warum wir denn überhaupt Holz aufgenommen haben, wenn das so funktioniert. Ja gut, das würde aber zumindest Sinn ergeben. Da würden die wahrscheinlich erstmal das Feuer löschen und würden dann die ganze Zeit auf dem Ding stehen bleiben, ne? Hä? Wieso können sich jetzt nicht bewegen? Was? Schneid das Netz durch! Nix da, du Idiot! Dann sterben wir auf jeden Fall! Wir sind doch schon tot. Wir werden zerstört. Haben die da hingepinkelt oder was war das jetzt? Verstehe ich jetzt nicht. Das ist alles deine Schuld. Du hast gesagt, es wäre cool, ein Zombie zu sein. Zombies sind so berechenbar. Ich habe uns ein Schiff besorgt und Flints Crew befreit. Hä? Und das habe ich wirklich ausgezeichnet hinbekommen, um mich mal selbst zu loben. Jetzt musst du deinen Part erfüllen. Exzellent. Du hast deine Sache sehr gut gemacht, wenn man bedenkt, dass du eine... Wenn du jetzt Frau sagst, dann schwöre ich dir... Oh, so schwierige Aufgabe gemeistert hast. Und ganz allein, wollte ich sagen. Na sicher. Trotzdem danke. Beeil dich. Flut und Ebbe werden sich bald abwechseln. Ich bin trotzdem etwas irritiert, was das gerade war. Das habe ich jetzt nicht verstanden. Ja. Hör mich an. Ich brauche deine Hilfe. Unsere Seelen müssen jetzt, wieder mit unseren Körpern verbinden. Können wir jetzt erstmal ihn hier machen oder sowas, wenn wir schon mal bei ihm sind. Er sagt jetzt das Gleiche wie gerade eben. Bitte, hör mich an. Das heißt, ihre Aufgabe haben wir jetzt ja schon erfüllt, ne? Michelle war in den letzten Wochen untätig. Warum sollte sie jetzt reagieren? Erstmal speichern. Simbi muss sie verflucht haben. Ich muss einen Weg finden, den Fluch aufzuheben. Ich muss mit Ishell sprechen und meinen Juju-Stab finden, um unsere Seelen wieder mit unseren Körpern zu vereinen. Okay, erstmal ihn hier. Wir müssen erstmal die Körper finden. Ja. Und erstmal speichern vor allem. Genau, bevor das Spiel irgendwie abschließt. Erklär mir das jetzt mal. Was ist gerade passiert? Das habe ich nicht verstanden. Haben die sich eingepinkelt oder warum sind die kleben geblieben? Ich bin soweit. Ich warte schon so lange darauf, diese Worte zu hören. Ha. Naja, gut. War da irgendwie Teer oder was war das? Was ist passiert? Na, was ist von uns her passiert? Du hast das Holz. Ja, aber was war das Gelbe? Baumwachs oder so? Weiß ich nicht. Ja, gut, ich muss noch nicht alles verstehen. Also, okay, was haben wir hier? Verschlossener Kasten. Ja, erstmal einen Kasten. Ein stabiler Holzkasten. Ich mag das. Ich mag irgendwie sein Design. Ich weiß nicht warum, aber der sieht irgendwie aus wie so ein kleiner Piraten-Hogi. Ich weiß auch nicht. Hm.
Nein. Kannst die Fackeln einfach mitnehmen? Kräftig wie ich bin. Die Fackeln da irgendwie. Fackel nehmen. Das wäre jetzt das Erste, ich mitnehmen würde. Sie werden es ganz sicher merken, wenn ich die Fackel bewege. Und dann weiß Simbi auch sofort Bescheid. Ist doch nicht schlimm, mein Gott, meine Fackel bewegen. Eine schnell zusammengebastelte Fackel aus Zedernholz und einem öligen Tuch. Was gibt's hier noch? Minenausgang. Der Eingang ist komplett mit Sargholz zugenagelt. Das heißt, wir können das wahrscheinlich auch nicht öffnen, ne? Also hast du ja gerade nur angeguckt, kannst du ja nochmal gucken. Ich sollte nicht wegrennen. Ich muss unsere Körper retten, bevor Queen Simbi uns für immer in Zombies verwandelt. Okay, also er könnte theoretisch raus, er will aber noch nicht, weil er jetzt seine Aufgabe hier hat. Sie zu verlieren wäre eine ungeheure Verschwendung. Wirklich. Eine Verschwendung. Ja, wir haben es kapiert. Sie ist sexy und sonstiges, wir haben es verstanden. Also wirklich, meine Fresse. Ja. Wir haben es auch selber schon mitbekommen. Ja, es wackelt alles, ja. Oh, Zombies. Habe ich jetzt überhaupt nicht mitgerechnet. Was müssen wir mit diesen Zombies wohl machen? Ja, ich sehe auf jeden Fall ein Seil und ich habe irgendwie die Vermutung, man muss ihn dann irgendwie festbinden. Fangnetz. Schatzkiste. Okay, mach erstmal das. Ist noch. Wir schauen uns jetzt erstmal alles an. Das ist bestimmt eine Kiste voller Gold. Juwelen, knusprige Hähnchenschenkel. Ich bin reich. Gut, wenn in so einer alten Schatzkiste so Hähnchenschenkel liegen, würde ich nicht mehr essen, glaube ich, ne? Sieht aus wie Frauenwerkzeug. Ich kann dir mehr darüber erzählen, wenn du mir das rüberbringst. Hast du etwas über nutzlose Werkzeuge? Ich unterhalte mich gerade mit einem. Das saß. Jetzt fehlt nur noch, dass du mich fett nennst. Das sind fast alles Feilen. Mit ihnen kann man Glas schneiden oder auch Schlösser öffnen. Die verwende ich ständig bei meinen Missionen. Schlösser öffnen, okay. Ja, also ist das irgendwie teilweise ein bisschen chauvinistisch schon. Also sehr viele Frauen sind doof, Frauen sind irgendwie kacke, Witze, findest du nicht? Also da kommt mir das gerade nur so vor. Nee, ist schon ein bisschen so. Okay, ja. Vorhänge Schloss. Pass mal auf, wie ich dieses Schloss in Rekordzeit öffne. Oder auch nicht. So. Sag Bescheid, wenn du es das nächste Mal versuchst. Ich habe das schon 1000 Mal gemacht, ich könnte dir helfen. Ich würde sagen, wäre auch sonderbar gewesen, wenn sie einfach sagt, oh, das ist ein Fall, mit dem du das öffnen kannst. Ich probiere das mit dem Schloss nochmal. Alles klar, kann ja nicht schaden. Immer schön weiterdrehen. Finde ich aber ganz clever mit den drei Charakteren. Nummer 1. Ja. Nicht schlecht, Blue. Nummer 2. Läuft doch gut. Kalt. Mensch, ist das kalt hier. Warte, das klappt schon. Wärmer? Und 3. War's das? Und jetzt nimm die zweite Pfeile und dreh gegen den Uhrzeigersinn. Eine zweite Pfeile? Hab ich doch nicht. Ah, doch! Warte, okay. Heilige Makrele, es hat funktioniert! Wir sollten noch mehr Schlösser suchen. Adios. Okay, das finde ich ganz cool. Was ich vielleicht schön finde, guck dir mal an, das ist gerade nur eine Mine, ne? Und das sieht so schön aus, da könnte sich Monkey Island 4 mal eine Scheibe von abschneiden, wie man eine Mine gestaltet. Ein Ort, der ja eigentlich nicht gerade durch seine, ich sag mal, ästhetische Schönheit bekannt ist, ne? Oder? Ja. Aber, ach ja, die Mine in Monkey Island 4. Du meinst diese Mine, die irgendwie geografisch sehr seltsam liegt mit den Wurzeln. Genau. Ja, genau, wo auch noch so ein schönes Rätsel kommt, ihr werdet es sehen. Ich bin jetzt gerade dabei, die ganzen Monkey Island-Folgen, die wir noch haben, täglich hochzuladen, ja. Ich möchte euch ja auch bald mal erlösen von den ganzen Qualen, also. Schaufel betrachten. Eine verwitterte alte Schaufel. Warum sollte die jemand einschließen wollen? Ja, philosophische Abhandlung über Schaufeln. Ich hoffe, ich muss mir nicht mein eigenes Grab schaufeln. Was können wir noch alles für Witze machen mit Schaufeln? Aber das Inventar ist sehr schön gemacht. Ich finde auch die Steuerung, es ist besser. Ja, nee, definitiv. Also ich sage mal so, wie es ist, ganz ehrlich. Ich weiß nicht, man hört es vielleicht, aber ich habe gerade Spaß. Muss ich ganz ehrlich sagen. Ja, es ist... Okay, wir schauen uns hier erstmal alles an. Zombie mit Spitzhacke. Ein Zombie-Arbeiter. Schön, dass Zombies auch noch etwas anderes können, als Leute jagen und fressen. Oder wie siehst du das? Zombies haben ganz normale Jobs. Und arbeiten sehr hart. Ja. So. Seil. Stark genug, um ein Schiff zu verankern oder einen unschuldigen Mann aufzuhängen.
Vielleicht nicht gerade jemanden mit meiner Statur. Der hat irgendwie wirklich so ein bisschen was von Hoagie. Also jetzt nicht von seiner Art her, aber vom also Design her. Ja. Ja. Seil stehlen. Jetzt habe ich ein Seil, falls ich eins brauchen sollte. Ja, das wirst du wahrscheinlich brauchen. Oh, so viele Gegenstände. Oh. Fangnetz. Ein kleines Fangnetz. Wahrscheinlich von einem Schiff. Das sollte hier nicht so herumliegen. Jemand könnte darüber stolpern. Ja, dann mach doch auch, nimm auch mal mit. Wahrscheinlich kannst du es dann... Hol ich mir später. Okay. Ja, und ich würde mal sagen, Seil mit Fangnetz verbinden. Dann hast du in seinem Inventar... Misslungen. Am Misslungen. Unmöglich, okay. Kumpel. Hm. Da rechts die Kiste, hast du die schon angeschaut? Mach ich grad. Eine Kiste aus stabilem Holz. Ah, da hängt ein Haken. Ah. Oh. Anscheinend transportieren die Zombies mit den Haken Sachen aus dem Tunnel. Da würde ich mal sagen, häng doch mal an den Haken das Seil oder das Fangnetz. Unmöglich, eins und Bein. Kumpel. Okay, dann das Seil. Das muss nicht zusammengebunden werden. Apotheke. Apotheke, das ist ja schön, dass er unten wenigstens auch von mir medizinisch versorgt wird. Da ist sie. Ich sollte mich lieber verstecken, wie Papa Doc es mir geraten hat. Wenn sie mich erwischt, muss ich gar nicht erst darüber nachdenken, welche Flüche sie mir auferlegt. Papa Doc? Was genau macht sie da? Das muss eine geheime Apotheke sein. Eine was? Ein Zimmer, in dem sie Tränke, Medizin und Pulver herstellt. Die Piraten, die sie in Zombies verwandelt hat, haben diesen Ort anscheinend im Untergrund gebaut. Nur so konnte sie es vor mir geheim halten. Sie bereitet noch mehr Zombie-Pulver für Flynns Crew vor. Da bin ich mir sicher. Noch mehr Zombies? Was will sie mit den ganzen Zombies? Das ist ein Geheimnis, das wir später lösen müssen. Aber du kannst sicher sein, dass sie sie nicht für einen guten Zweck einsetzen wird. Hol einfach unsere Körper. Und wir kümmern uns um Simbi, wenn wir es geschafft haben, zu flüchten und mit Verstärkung zurückzukommen. Speichern. Ja. Aber wahrscheinlich kannst du da was wegschnappen. Davon gehe ich jetzt einfach mal aus. Ich schaue mich hier erstmal um, was gibt's hier. Nicht an Papa Doc denken. Flaschen. Zwei bernsteinfarbene Flaschen ohne Schnaps darin. Da ist ein Zettel drunter. Was gibt's hier? Naja, wie wär's denn, wenn damit mal versuchst, mit dem Fangnetz vielleicht heranzukommen? Oder? Unmöglich, Kumpel. Einfach so nehmen? Ja, oder so. Ich dachte, es wäre etwas auffällig, wenn da so ein riesiger... Wenn da so ein riesiger Klops plötzlich da langläuft, weißt du? Aber... Was ist jetzt? Ich verstecke diese beiden Flaschen hier. Sie erinnern mich an Großmutters flaschenbodengroße Hornbrille. Ohne die wäre sie völlig blind gewesen. Uiuiui, nicht schlecht. Guck mal, da sind unsere Körper. Jetzt müssen wir erstmal gucken, wo sind wir jetzt hier gelandet, plötzlich. Das sieht nicht gut aus. Das sind Zombie-Fetische. Mächtige Dämonen, die in Glasflaschen gefangen gehalten werden. Simbi will nicht nur normale Zombies erschaffen, sie will Zombie-Dämonen aus uns machen. Cool. Als Zombie-Dämonen wären wir doch irre mächtig, oder? Nein, du Idiot. Sobald der dritte Hahn bei Tagesanbruch kräht, werden sie sich öffnen und von unseren Körpern Besitz ergreifen. Wir werden für immer dazu verdammt sein, Geister zu bleiben. Ei, verstehe. Dann sollte man das vielleicht verhindern. Was muss ich tun? Du musst sie zerstören. Tropfe Hühnerblut auf den Glasfetisch und wiederhole den Namen des Dämons dreimal. Dadurch öffnen sich die Flaschen und die Dämonen werden befreit. Die Namen müssten auf den Flaschen draufstehen. Sie sind zu weit weg. Ich kann sie nicht erkennen. Dann musst du schnell einen Weg finden, wie du näher an sie herankommst. Hornbrille. Ja, aber hey, ich muss sagen, hier kriegen wir jetzt schon viele Gegenstände bei ihm, ne? Mhm. Das war bei den anderen ja noch relativ überschaubar. An dem Zombies kleine, stümperhafte, aber mit Liebe hergestellte Sachen basteln. Oh, das fand ich gerade süß. Mit Liebe hergestellte Sachen. Zwei Flaschen mit... Er weiß das zu schätzen. Ein Sohn eines Keksherstellers. Das funktioniert nicht. Wieso?
Ja, wir müssen ja irgendwie rankommen, hat er ja gesagt. Ich meine, wie gesagt, Seil, jetzt dafür Seil irgendwie, aber ist auch Quatsch, oder? Also. Das muss nicht zusammengebunden werden. Da müssen wir irgendwas zusammenbinden. Unmöglich, ja. Kumpel. Na gut, wenn es so einfach wäre, die einfach da. Großer Pfosten. Tja, der sticht auch ein bisschen hervor, so optisch. Platte mit ein paar nutzlosen Steinen. Zombies haben wirklich kein Gefühl für eine schöne Inneneinrichtung. Tja, ich glaube, dafür sind sie jetzt nicht bekannt. Ich mach mich jetzt umstoßen. Nicht zum Affen. Er ist an der Platte mit den schweren Steinen festgemacht. Kochen da was dran binden vielleicht oder so? Oder vielleicht hier den an dem Mast, das Seil? Ich kann bestimmt einfach über den kochenden Schlamm hinüber zu unseren Körpern laufen. Schließlich bin ich ein Geist. Stopp, du Dummkopf. Geister unterliegen immer noch der Schwerkraft. Du würdest darin versinken und das war's dann mit dir. Ja gut, da sehen wir schon, dass es so einfach nicht ist, ja. Es muss nicht zusammengebunden werden. Nee. Das ist komisch, ey. Irgendwie das Seil, das ist irgendwie für mich so vom Denken her das nützlichste Item, was man sich vorstellen kann, aber irgendwie können wir es gar nicht verwenden gerade. Komatöse Körper. Ja. Jane sieht fit aus, Doc sieht alt aus und ich sehe irgendwie fett in dieser Hose aus. Das heißt, ich sehe alt aus. Ja? Tja. Aber jetzt warte, wir müssen scheinbar noch ein bisschen mehr Zeug besorgen. Ich werde erstmal zurücklaufen tatsächlich. Ja, also. Mach ich mal. Vielleicht müssen wir uns ja irgendwas zusammenbrauen, vielleicht so einen Cocktail und den da hinwerfen oder irgendwas, keine Ahnung. Wo sind wir hier? Bambusbündel. Bambusbündel. Ein Bündel alter Bambus. Gott, haben wir jetzt schon viel im Inventar. Ja, ich wollte sagen, also hier wird es aber schön. Also. Ein enorm großer gusseiserner Kessel mit etwas Hexengebräu darin. Wuju-Priestergebräu. Abgestürzter Stein? Der wohlgemerkt festgehalten wird von solchen zwei, also von so Stützpfeilern, ne? Die man vielleicht wegreißen kann, irgendwie. Ein großer Stein zwischen zwei Bambusstangen. Ach, abgestützter Stein. Ja. Nee, dafür brauche ich einen guten Grund. Gefährlicher Stein. Er macht's einfach nicht, ja. Er macht's noch nicht. Noch mehr Steine. Wo ist der große Haufen Gold? Du bist unter einem Friedhof. Simbi ist dabei, eine Zombie-Armee der Finsternis aufzustellen. Was sagst du da? Du bist in einer Mine mit lauter Leichen. Oh, ja, was ist jetzt passiert? Sorry, ich war kurz ohnmächtig. Jetzt. Ach so. Da hinten ist ein Haken. Du kannst mir nicht sagen, dass man da nichts dranhängen kann oder so, weißt du? Also, komm, da muss man irgendwas dranhängen. Unmöglich, Kumpel. Seil vielleicht? Ja, komm schon. Klar, ich könnte ein Seil darum binden. Aber was dann? Haken und Seil mit gefährlicher Stein. Das ist doch kein Universalhaken. Mit dem... Guck mal, das da, ist doch kein Universalhaken. Der kleine Brocken da. Links. Der kleine Brocken. Jawohl. Aha. Was haben wir da? Was ist das jetzt? Nee, dafür brauche ich einen guten Grund. Der andere da vielleicht. Ja. Ist das hier Hahn? Der Hahn für den großen Tank. Ich hoffe, da ist jede Menge Bier drin. Bestimmt. Ich lasse es einfach überlaufen und wische danach nicht auf. Ja, mach. Ich lasse es einfach überlaufen und wische danach nicht auf. Ich sag das immer, weißt du, das war jetzt auch bei unserer Jane so, von wegen, ja, das mit den Holzbündeln ist eine gute Idee. Aber ich mach's trotzdem nicht. Ich versuche, kein Wasser zu trinken. Wenn du mal auf meine Insel kommst, wirst du mich verstehen. Okay. Wieso? Ist das Wasser auf deiner Insel so ekelhaft, oder? Voodoo-Symbole und rotes Licht. Tja. Oh, das ist, ey, die Wärme macht den richtig fertig, weißt du das? Okay, mit den Runen kann ich auch was machen. Ich habe noch ein bisschen Probleme jetzt zu erkennen, was das gerade hier werden soll. Also irgendwie. Ich auch. Und wieso können wir nicht zurück von dahin, wo wir hergekommen sind? Ja.
Oder es geht zurück. Vielleicht jetzt hier. Das ist vielleicht da irgendwie. Entweder hinten lang oder unten. Unten links vielleicht. Ja, siehst du, Apotheke. Okay. Ja, es sind auf jeden Fall schon mal mehr Gegenstände, die uns jetzt hier zugeworfen werden. Ne? Mhm. Also, wenn du dran denkst, also ein bisschen komplexer. Da sind noch Bücher, die hervortreten. Ich kann gar nicht verstehen, was Papa Doc an ihr fand. Große Hüften. Ich frage mich, ob Mama mich erkennt. Aber keine Jiggle-Physik wahrscheinlich, ne? Ich kann sie nicht anfassen. Sie würde sich sofort meine Seele schnappen. Da sind Bücher? Genau, die meine ich. Singles? Natriumarme Sprüche? Ach, Wuju für Singles, das könntest du gebrauchen für, ne? Singles 1 und 2. Vielleicht hilft das. Besser nicht. Bücher umstoßen. Als ob man den nicht sehen kann, ey. Weißt du, der ist so breit wie der halbe Raum hier. Also. Okay, da kommen wir jetzt an die Tinktur daran. An die Tinte, die da in der Mitte steht, oder was das ist. Ah. Das Land. Ach, Hühnerblut. Ich fühle mich in letzter Zeit immer so zittrig. Nee, ich meine auf dem Tisch da, guck mal. Alle Geister haben die blaue Flasche. Angst vor Hühnerblut und Salz, aber Simbi hat es in eine Flasche getan. Du kannst sie stehlen, wenn du schnell genug bist. Nee. Ach, doch. Nee, kann ich nicht nehmen. Simbi? Hä? Okay, Queen Simbi hat sie immer auf dem halben Raum verteilt. Also dann musst du wahrscheinlich die linken... volle Flasche, da links. Und dann auf der Seite irgendwie das Buch runterschubsen oder so. Ah ja, genau, das Umschubsen, dann rennst du auf die andere Seite, kannst das Blut dann umfüllen. Falls das notwendig ist. Ich hab's, was auch immer das ist. Na ja gut, aber das Hühnerblut hast du ja immer noch nicht. Das heißt, du musst jetzt nochmal das gleiche Rätsel Flasche machen. Flasche mit schwacher Säure. Eine schwache Säure in einer sehr billig aussehenden Flasche. Ah, verklickt. Ich wollte nicht da rein, ich wollte nach unten. Also das gleiche Rätsel musst du jetzt nochmal machen, um in das Hühnerblut zu kommen. Das ist ja jetzt. Denke ich mir auch. Ja. Würde ich jetzt mal so behaupten. Wurde uns ja zumindest so mitgeteilt. Ich weiß trotzdem nicht, was dieser Raum darstellen soll. Also was da überhaupt das Rätsel ist. Also. Wir haben uns jetzt schon so einen komischen Steinflaschenzug da gebaut, aber wofür brauchen wir das? Ist das so eine Art Katapult oder was soll das dann sein? Also es ist ein Mysterium. Fledermaus. Okay, jetzt hier die Bücher umstoßen. Ich kann es trotzdem nicht glauben, dass sie den nicht sehen kann. Also guck mal, weil selbst die Verstecke sind ja nicht mal gut. Das ist ja alles durchsichtig hier, weißt du? Aber ist es ein Spiel? Wir nehmen das jetzt einfach mal so hin. Natürlich wackelt sie mit den Hintern, natürlich. Gut, Schweineblut. Schnell, 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 schnell. Schweineblut, Hühnerblut meine ich. Ja, schnell. Siehst du ja, wie schnell das ist, ne? Ist er nicht flink auf den Füßen?